Ein Hallihallo und ein Hallöchen und willkommen zurück hier in Dysons 4 Programm, dem kleinen neuen Mini-Format hier auf dem Kanal. Nicht wundern, der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Ja, das ist nämlich eine Live-LP-Aufnahme. Ich streame aktuell hier auf Twitch und für diejenigen da draußen auf YouTube, die ein bisschen vielleicht streaming-faul sind, dachte ich mir, komm, ich bringe den Content auch als Let's Play raus, machen wir es halt einfach live. Passt, ich meine, wir zocken's, warum kann ich es nicht auch einfach aufnehmen? Und ja, für diejenigen, die sich schon angeguckt haben bei Dossi zockt, da habe ich ja schon angemerkt, dass wir auf jeden Fall von vorne anfangen werden. Und ich habe es schon ein bisschen, so ein kleines bisschen habe ich ein bisschen vorgespielt, um einfach mal zu gucken, was denn noch so auf einen zukommt, gerade zwecks Forschung und sowas. Und ich bin sehr gespannt, ich bin nicht sehr weit gekommen. Also ich habe vielleicht, dass Dossi zockt, geht eine Dreiviertelstunde und ich habe vielleicht noch mal eine Stunde oder so rangehangen und habe die erste Forschung automatisiert bekommen. Und mir ist aufgefallen, ich komme so in so leichte Factorio-Schwankungen rein. So Thema Symmetrie und sowas. Ganz schlimm. Also das Spiel hat wieder unheimlich viel Potenzial, Selbstkritik an mich selbst zu äußern. Und das dürft ihr gerne natürlich auch tun, so wie ihr das natürlich gewohnt seid. Spammt die Kommentare voll, wie blöd ich bin. Ich bin es ja gewohnt, dass ich viel Blödsinn mache. Und ich denke, wir kriegen auch heute wieder einiges an Blödsinn hin. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. Hier auch wie in Dossi zockt. Ganz ehrlich, ich lasse einfach alles da, weil ich einfach keinen Plan über diese Werte habe. Ich weiß nicht, auf welchem Star wir was finden, was gut, was schlecht ist. Gut, das Black Hole ist tendenziell wahrscheinlich schlecht, außer es gibt irgendwas Tolles. Alright, yay! Das ist das, wenn man live aufnimmt, das passiert. Darf Schnitzel, schöner Name. Dankeschön für deinen Follow und willkommen auf Twitch. Und der Rest sagt natürlich auch Hallo. So, in diesem Sinne, ich würde es einfach... Wir können ja das random noch ein bisschen entscheiden lassen. Was mir gerade auffällt, das finde ich ein bisschen interessant. Und zwar, dass diese Punkte... Genauso wie diese Punkte hier keine Verbindungen haben wie hier. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was diese Verbindungen zu bedeuten haben. Ob man dann ja vielleicht nur mit speziellen Antrieben hinkommt, während die Verbindungen hier direkt keine speziellen Antriebe sind. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, ich drücke einfach mal ein paar Mal drauf. So. Ja, sieht aus wie ein Käfer. Ist okay, ich mag Käfer. In diesem Sinne... Wir starten das Spiel neu. Ich denke, ich habe beim letzten Mal in Dossi zockt die Kamera ausgeblendet, aber macht jetzt nicht viel Sinn. Ich weiß auf jeden Fall. Welcome to the actual universe. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. Ja, natürlich muss ich hier wieder aufpassen, dass der Kerl mir nicht wieder reinspricht. Das Spiel ist nach wie vor natürlich auf Englisch, weil der Entwickler erstmal den Content füllen möchte, Bugfixes beheben möchte, etc. Und demnach Sprache wird wahrscheinlich. Everything here is yours. As one of Cosmo and the pioneer of the Dyson Sphere program, you will explore this cluster step by step. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain to maintain homeland, starting from scratch. I have chosen a designated planet for you to start the mission. Which has necessary resources for initial development. Now please drive the space capsule to the planet. Ja, ganz normal. Man fällt mir ja immer ins Wort. Das ist ja völlig normal. Und gut, es ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass wir die Anfangstutorials ein bisschen abbekommen, gerade steuerungstechnisch und sowas. Aber ich denke, der ein oder andere, der es vielleicht nicht gesehen hat bei Dossi zockt oder auch im... Bei anderen, das nicht gesehen hat, für den ist es vielleicht ganz interessant. Now you are about to reach the designated planet. Jawohl. Schön. Und ich werde versuchen, schon am Anfang ein bisschen besser zu bauen, wie in Dossi zockt. In Dossi zockt habe ich jetzt schon sehr viel gemerkt, was man falsch machen kann. Aber auch gleichzeitig in den Offline-Arbeiten gemerkt, was man richtig machen kann. So. Wir starten wie auch in Factorio mit einem Männchen in Form. This is Icarus, a lightweight industrial mecha with powerful functionality. You can use the arrow keys or right click on the destination to control its movement. In this mission,
You will manipulate Icarus to travel beyond the stars and create miracles. Dankeschön. Ja, also ihr könnt Sachen abbauen, was ich cool finde gegenüber... Also, sorry, wenn ich jetzt zu oft Factorio vielleicht als... Recycle the space capsule. Right-click on it to recycle. Kann ich nicht wegklicken einfach? Nee, ne? Wenn ich zu oft Factorio als Vergleich ziehe, aber... Es ist halt einfach dafür ausgelegt. Es ist mein Hauptcontent und ich muss you einfach... You can use the same operation to collect resources, such as trees, gravel, etc. In the meantime, hold down shift and right-click to give a series of commands. So, ihr seht, das ist nämlich schon der große Unterschied. Several items after recycling the space capsule. Schnauze! Click. Oh! Oh, ich habe ihn weggekriegt. Okay, sehr gut. Ja, also ihr seht schon, der Unterschied ist nämlich, wir haben hier unten diese Energieanzeige, die Core-Energie. Und man sollte schon gucken, dass die halt immer, ja, oben bleibt, sag ich mal. Es ist angenehmer, auch für später, wenn man dann mit dem fliegen kann und sowas. Und das könnt ihr einfach hier reinstopfen. In dem Fall nehme ich jetzt einfach Holz und diese, ja, was ist es? Pflanzenfuel. You can hold down mouse middle button drag to rotate the angle of view or slide the mouse wheel to zoom in and out. Weiß ich. Was ich aber echt schön finde, auch wenn der hier sehr nach Bumblebee und Transformer aussieht, muss man schon sagen. Dankeschön. So, wir können nämlich, ja, wir fangen einfach mal damit an, dass wir hier schon unseren wunderschönen Forschungsbaum haben, der, ich finde, gar nicht so klein ist für einen Anfang. Es gibt auch drei Sachen, die sind noch gar nicht drin, also hier Coming Soon, hier unten, ich kann auch mit dem Namen absolut nichts anfangen, was das sein könnte. Es sind halt irgendwelche Maschinen, MK1, 2 und, oh, schön, nochmal MK2. Das ist das Erste, was ihr habt. Und dann habt ihr hier oben links noch im Eck die Upgrades eurer Maschine selber. Also in der ihr... Ich weiß gar nicht, ob es ein Androide ist oder ob ihr selber da drin hockt. Ich weiß es nicht. Aber das Ding könnt ihr auch ausbauen. Gerade so Sachen wie, dass ihr halt mehr Core-Energie habt oder sowas. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Was wir als Erstes brauchen, um überhaupt hier anfangen zu können, ist natürlich wie immer unser Strom. Die Windturbine, das gute Tesla Tower und die gute Mining Machine. Wir brauchen dazu nur einfach 10 magnetische Coils. Ich aktiviere das Ganze mal. Und was ich schon mal sehr cool finde, ist, wenn ich hier Doppelklick mache, dann öffnet er mir gleich den Replikator und stellt mir gleich das Rezept ein. Das finde ich ein ziemlich geiles Feature, muss ich sagen. Ich baue die Dinger mal. Und dann schauen wir mal. Geht da relativ zügig. Was ich auch cool finde, ist, wenn man was fertig geforscht hat, kriegt man teilweise auch dann die Items ins Inventar. Also wenn wir hier mal gucken, zack, haben wir hier gleich genau die drei Sachen, die wir geforscht haben, bekommen. Und ich finde, für den Anfang ist... You can use the R-Key to rotate the mining machine for covering more veins. The more veins cover... Danke. So. Könnt ihr nämlich hier dann erstmal... You have created a mining machine to achieve ore collecting automation. Pick it up from the inventory or select it on gathering of construction menu to build it. Hab ich schon. Danke. So, dann packen wir mal, ich würde sagen, wir packen erstmal hier den ganzen Strom hin. Das ist quasi so eine Art Strommast. Wind turbine. You have established your first power grid. Not all power facilities has its power supply area. Use the Tesla Tower to extend the area of the power grid. Da wird später dann auch noch Upgrades geben, natürlich. You have done building the first power transmission facility, Tesla Tower. It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. Click on it to view the current power grid information. Genau. Das Krasse ist, also Wind ist natürlich hier dementsprechend echt nicht so pralle. Klar, wir verbrauchen jetzt nur 24 kW, weil das Ding voll ist, aber wenn wir das Ding halt aktivieren, merken wir schon, dass unsere erste Maschine schon mehr verbraucht, wie das, was wir halt haben. Das ist schon ziemlich heftig, aber es wird noch viel lustiger. Ja, hier oben wird uns gezeigt, dass wir die Upgrades hier haben. Die würde ich jetzt erstmal noch ignorieren. Ich möchte schauen, dass wir relativ schnell am Anfang vorankommen, weil ihr kennt es ja eigentlich auch schon von Dossi Zock. Das ist ja für euch jetzt noch nicht so die weltbewegenden Dinge. Deswegen, ich gehe gleich mal hier auf die Forschung hier. Schau gleich mal, wir kriegen hier nur eins, dann packe ich hier gleich mal 10 drauf. Und von dem hier kriegen wir 2, also machen wir 5.
Was für ein Zufall, dass wir genau so viele auch machen können. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier Kohle, wir haben hier Kohle. Kupfer da hinten, Stein und Stein hier. Und das hier zum Beispiel, was ist das hier nochmal? Eisen, oder? Nochmal? Ui, so viel. Also mir gefällt die Karte jetzt schon mehr wie beim letzten Mal. Also die ist deutlich besser. Es sind sehr viele Rohstoffe nah dran. Sehr cool. So, ich baue mal ein bisschen Kupfer ab parallel. Stimmt, Öl. Habe ich... Haben wir hier? Nee. Also auf Anhieb sehe ich noch kein Öl. Und wir können mal nochmal hier laufen. Also Öl sind so kleine... Sieht aus wie so ein kleiner Mini-Vulkan. So, dankeschön. You have received the sorter and the conveyor belt, which can achieve full automation now. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine. Ja. And the sorter can deliver the ores from the conveyor belt to the smelter for automatic smelting. Was ein bisschen doof ist, dass das Kohle... Oh, ist ja gut. Ist das die Kohle hier extrem... Na, ist... ja, das ist so ein bisschen Nachteil. Es ist alles... Alles so aufeinander. Das ist das, was mir jetzt wiederum nicht gefällt. Wir haben wenig Platz, um hier irgendwo vernünftig groß zu bauen, sag ich mal. Also... Ja, hier halt. Ich war jetzt auch nicht so weit, dass ich schon hier aufschütten kann. Deswegen, wer hätte es gedacht? Wir machen es provisorisch. Wer hätte es gedacht? Deswegen, ich lege uns mal hier so eine kleine Fließbandline. Ich überlege auch gerade, macht es Sinn, Eisenerz zu lagern? Ja, doch, eigentlich schon. Komm, wir lagern es erstmal. Und das Erste, was wir in Dossi... Ja, haben wir noch gar keinen... Oh, diesmal haben wir gar keinen bekommen, obwohl wir geforscht haben. Okay. Kein Problem. Wir können es ja eh noch nicht schmelzen, sich gerade, denn uns fehlt noch die Automatic Smeltery. Also aktivieren wir das auch. Und das Erste, was wir in Dossi zockt falsch gemacht haben, war die Beladung. Denn... You built a storage, which can be used to store car- Danke. Denn wir sollten das nämlich so machen. Oh Gott, was macht er denn da? Hallo? Das habe ich nicht geklickt. Alter! Bitte das hier nehmen. Danke. Das da rein. Ich hätte schwören können, das habe ich doch gerade eben schon geklickt. Sehr merkwürdig. Dann brauchen wir definitiv davon ein paar und davon auch ein paar. Dann bauen wir das nämlich erstmal. Das Schöne ist, ein Pandor zur Kuh in Factorio ist hier Shift links klickt, dann habt ihr das. Das ist einer der wichtigsten Hotkeys, den sollte man sich auf jeden Fall merken. Und die Dinger funktionieren eigentlich einfach wie Greifer. Ihr seht, die sind relativ langsam. Also im Vergleich zu so einem gelben Greifer sind die gefühlt noch langsamer. Aktuell haut der hier mit 113 pro Minute raus, das schaffen die halt locker. Das schaffen die nicht locker. Also ihr seht ja hier. Aber das ist am Anfang gar nicht so tragisch. Es ist wirklich nicht tragisch. Das kann man so lassen. Man könnte sich klar überlegen, das jetzt hier hinzuführen und von der Seite auch noch zu befördern. Aber das spielt jetzt nicht so die Rolle. So, wir brauchen auf jeden Fall davon nochmal welche. Und wir brauchen davon noch welche. Machen wir mal. Parallel können wir... Also was ich sagen muss... Ich hoffe, das wird noch irgendwann ein bisschen sortierter, weil ich habe schon bei anderen gesehen, wie das Ding voll war. Und das fand ich schon sehr extrem unübersichtlich. Mal schauen, wie es später wird. Bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir alles noch selber hier einsammeln, richtig. Da können wir eigentlich schon mal eine bauen. Dann können wir davon nochmal eins bauen. Und ja, Fließbänder kann man, glaube ich, nie genug haben. Baue ich immer so auf 10. So, geforscht wird. Sehr gut. Dann kann das jetzt einfach schon mal sich ein bisschen einspeichern. Während der da forscht, können wir da oben auf jeden Fall das Gleiche einfach machen. Energietechnisch bauen wir gerade noch ein bisschen was ab. Aber komm, können wir gerade noch ein bisschen was holen. So. Forschung ist fertig. Dankeschön. Na, Mechi, willst du auch noch was sagen?
Dann packen wir auch hier mal eben kurz die Einlagerung, dass das einfach schon mal parallel eingelagert werden kann. Das muss auch gar nicht so distanztechnisch weit sein. Habe ich denn welchen Auftrag gegeben? Oh, das dauert noch ein bisschen. Ja, okay, das dauert noch ein bisschen. Strom haben wir und Ding haben wir auch. Sehr gut. Dann packe ich gerade mal das. Packen wir hier hin. Das ist ein guter Bauplatz hier, ne? Ich denke, da stürzt erstmal. Warte mal, hier stürzt eigentlich gar nicht. Packen wir es mal hier hin. Das ist okay. Und dann kümmern wir uns jetzt mal um die Schmelze. Sobald ich hier einen habe. Dankeschön. Was ich auch cool finde, sind diese Dröhnchen. Also, dass du nicht einfach klickst und dann zack ist das Gebäude da, sondern dass erstmal eine Drohne aus dir rauskommen muss. Finde ich auch eine sehr, sehr coole Idee, meiner Meinung nach. So, ihr seht, mittlerweile hat sich das Problem geklärt. Dadurch, dass das Ding nämlich sich relativ... Also, es sieht schnell aus, aber es ist nicht schnell, wie man sieht. Also, es reichen sogar schon... Die zwei da vorne erreichen schon. Also man könnte jetzt schon erweitern, noch ein zweites Gerät dran setzen. Aber das ist vollkommen okay. Und wir versuchen jetzt mal hier so eine kleine Schmelze aufzubauen. Ich muss gucken, dass ich am Anfang nicht übertreibe, weil wir jetzt noch nicht so viel abbauen. Und wir brauchen nämlich Eisenerz für zwei Sachen. Wir machen nicht nur Eisenplatten draus, sondern wir machen auch Magnete draus. Die wir auch direkt rausschmelzen. Ah ja, Kupfer fehlt. Okay. Reichweite ist... Ah ja, okay. Es ist okay, die Reichweite. Passt. Ich mache die Dinger mal lieber einzeln, weil so viel von Hand gecraftet werden muss hier. Das ist ja furchtbar. Schmelzen haben wir schon 3 Stück bekommen. Sehr gut. Ich würde jetzt mal... 4? Ist 4 übertrieben? Ich weiß nicht. You built a smelter, which can smelt basic materials. Vielleicht ist übertrieben, aber übertrieben. Was ist schon übertrieben? While you want to make the raw materials and products get in so, wir wollen das da haben. Dann kopieren wir das. Und packen das da noch mit rein. Das Schöne ist, wenn ihr das mit Shift linksklick macht, dann kopiert er das mit. You can use the less than key. Das stimmt nicht. Wir haben keine englische Tastatur hier, ne? Mein Freund, brauchst mir gar nichts von less und Lower erzählen. Da habe ich ein Storage gebaut, ich Depp. Aber ah, auch gut, brauche ich ja eh. Oh Gott. Okay. Dann packen wir jetzt erstmal das da wieder drauf. So, und packen schon mal hier die erste Schmelze rein. Und parallel können wir schon mal das hier forschen. Das finde ich persönlich nicht verkehrt. So, jetzt haben wir zu wenig Strom, ist auch kein Problem. Das habe ich alles schon vorausgesehen. Und packen wir das da hin. Und dann brauchen wir jede Menge von den Dingern hier. Am Anfang ist es noch sehr mühselig. Ah, bis man mal zumindest die Platten hat, dann geht es ein Tickel schneller. Stromtechnisch sind wir natürlich trotzdem sehr, sehr schlecht. Ne? Also das ist unheimlich schlecht. Anders kann man es nicht sagen. Magneten fehlen uns. Okay. Also so gesehen fehlt uns Eisenerz. Nehmen wir mal 100 raus. Und bauen hier einfach mal eben nochmal 4 Stück. So. Das müsste eigentlich ausreichen. Gut, der Strom reicht natürlich nicht aus. Und jetzt überlege ich gerade, lagertechnisch, ob wir es einfach so lang ziehen. In welche Richtung bauen wir den Bus? In die Richtung sieht es irgendwie... Also ich glaube, das hier, die Schmelze werde ich in die Richtung bauen. Dann können wir hier mit dem Eisending lang. Und guck mal, hier hinten hat es Platz auf jeden Fall... Weil da kommen auch wieder Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Gehen wir nach, ja. Gehen wir in die Richtung, würde ich sagen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann würde ich das so... Kommen wir hier durch? Nee, hier kommen wir nicht durch. Dann baue ich den woanders hin. Warte mal auf, warte mal.
Bauen wir den mal woanders hin. Hier würde es noch reichen. Okay, dann setzen wir da hin. Er ist verbunden, okay. Ist gigantisch, wie weit die Reichweite haben. So, parallel, ich brauche Treibstoff. So, perfekt. Strom bei 1,2 Megawatt. Puh, ihr seht, also Strom ist echt heftig, finde ich. Aber das sind halt auch nur 4. Habe ich nicht mehr in Auftrag gegeben? Ah, doch, habe ich. Natürlich. Dann da noch einen hin und da noch einen hin. Das sieht noch ein bisschen chaotisch aus. Ich werde das später nochmal abreißen und neu setzen wahrscheinlich. So, jetzt sind wir immerhin bei 1,8. Reicht natürlich immer noch nicht, aber ist besser wie vorher. Dann brauche ich natürlich wieder von denen ein paar. Ich weiß, ich kann mehr bauen, aber so habe ich dann einen besseren Nutzen von. So, jetzt möchte ich mal was austesten. Ich möchte hier durch. So. Was ich nie kapiert habe, ist... Ah, cool. Das, was ich nie kapiert habe, funktioniert auf einmal. Also ich hätte schwören können, heute Mittag, wann ich das... War es heute Mittag? Ich glaube. Das geht jetzt wieder nicht hier. Mal kurz testen, wenn ich das so setze. Ach, das geht. Mhm. So. Ich möchte nämlich hier unseren Bus setzen. Zack. Zack. Weil hier gibt es ja eh nur eine Seite vom Fließband. Keine zwei. So. Dann haben wir hier schon mal unsere Eisenplatten. Und was ich auch herausgefunden habe, man kann hier draufklicken und kann sich diese Eisenplatten nehmen. Und das ist für die Forschung gerade ganz wichtig. Hier oben sieht man ja. Und dann baue ich jetzt noch, weil wir eh genug Kupfer haben, mal eben die Eisenplatten nach einfach. Zack, zack. Bauen nochmal welche, dass wir genug haben. Ich könnte natürlich auch einfach so klicken. Schon haben wir die 100. Okay, das wäre unsere erste Schmelze. Einfach nur für Eisen. Theoretisch bräuchten wir jetzt noch für Magnete welche. Die könnten wir dann ein bisschen weiter hier vorne aufbauen. Oh Gott, ich wollte gerade STRGC machen. Ja, eine Blaupause, ne? Das gibt's, glaube ich, noch nicht. Zumindest habe ich noch nichts davon entdecken können. Wäre natürlich cool, STRGC, V, Klatsch. Na, kennt man ja. Aber das sind halt die Gewohnheiten von Factorio, die man, ja, kennt. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt erstmal den Bus langziehe oder erstmal... Ne, wir machen jetzt erstmal die Platten da oben. Das heißt, auch hier brauchen wir natürlich... Was fehlt uns? Ah, Stein. Müssen wir auch gucken, dass wir demnächst... Also, ja, die Grundressourcen auf jeden Fall schnell holen. Kohle ist ganz wichtig für unseren Treibstoff. Yay. Dankeschön. Und ja, apropos Kohle, komm. Scheiß drauf. Wobei es Verschwendung ist, muss ich sagen. Also das, was ich jetzt tue, ist echt Verschwendung. Vor allem kann man die Kohle verarbeiten. Wenn man die einschmelzt, kriegt man so quasi so Kohlebriketts. Und die sind deutlich besser. Und das Krasseste für mich als Abgewöhnung ist einfach... Dankeschön, Nova! Auch wenn man es nicht sieht, tut mir leid. Ist gerade alles ausgeschalten. Dass man eigentlich durch Factorio und auch durch Satisfactory ist man so eingeprügelt, dass man Kohle braucht zum Schmelzen. Und das fällt halt hier komplett weg. Weil es ist halt in der Zukunft. Man nutzt Strom zur Hitzeerzeugung, man braucht die Kohle nicht. Was ich auch irgendwie logisch finde, ne? Oh, wir könnten noch die... Das machen wir noch. Moment, wir Ach komm, jetzt können wir auch hier... Ist mir egal. So, einfach mal ein bisschen mehr dran klatschen. Na. Ich weiß halt nicht, wie weit ich die Schmelze mache. Deswegen... Ich gehe mal bis hierher. Dann kommt hier unser Eisenplattenlager. So. Und für den Bus dann hier der Ausgang.
So hätte ich mir das jetzt. The planet thumbnail button in the lower left corner of the screen or press the M key to try the planet view mode. Danke. Das interessiert mich jetzt gerade sehr wenig, aber danke schön. Oh, dann bauen wir auch. Komm, wir machen jetzt mal hier ein bisschen was voll hier, ne? So, ja gut. Zum Thema voll machen. Zack. So. Ja, wir machen das ja auch schon gut voll. Perfekt. Na. Oh, dauert noch ein bisschen. Dann bereiten wir mal vor. Haben wir die Schmelzen schon? Die Schmelzen hätten wir schon. Sehr gut. Dann würde ich die Schmelzen in der Tat... jetzt fehlen uns die Fließbänder. Aber wir können ungefähr so lang bauen. Das wäre dann hier. Dann würde ich ja doch die Schmelzen in die Richtung basteln. Das heißt, einmal hier, einmal da und... Ist das zu nah? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das zu nah ist. Oh, jetzt seht ihr, was passiert, wenn man keine Energie mehr hat. Holt ihr die Energie, los! Oh Gott! Da kommen auch keine Baudröhnchen mehr. Die haben nämlich dann auch keinen Bock mehr. Oh, guck mal, wie lange das braucht zum Abbauen, ey. Ich glaube, ich baue mal kurz eine Schmelze für die Briketts. Eine. Reißen wir die mal nochmal ab kurz. Alter, dauert das lang. Alter Falter. Okay. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist mir noch nie passiert, dass ich so auf Low Energy war. Krass. Gut, sobald man dann was hat, geht es deutlich schneller. Das Blöde ist, wir brauchen nachher zum Forschenholz. Deswegen, ich muss aufpassen, dass ich nicht alles rausnehme. Ich setze einfach mal provisorisch, provisorisch in die Schmelze hin. Hol mir mal das Zeug raus. Man kann ja Gott sei Dank... Oh, kann ich das noch gar nicht? Ach, uns fehlt noch die Forschung. Sacré deux. Was brauche ich denn dazu? Das ist... war das hier? Okay, da brauchen wir die Forschungsdinger. Okay. Als nächstes würden wir das hier auf jeden Fall forschen. Das ist auch wichtig. Ja, dann nehmen wir halt Kohle. Was soll's. Okay. Am besten gleich mal einstellen. Dann müssen wir nämlich hier nicht mehr bei den anderen einstellen. Und es war zu nah. Alles klar. Es war also doch zu nah. Und uns fehlt eine. Wahrscheinlich Eisen. Ja, beziehungsweise Magnete. Na, brauchen wir auch noch unbedingt. Dann das da schon mal hin. Das da raus und das da raus. Oh, das frisst wieder Energie. Dann das da drauf, das da drauf. Come on. So. Ganz normal dahin. Ich glaube, den können wir dann auch woanders hinsetzen. Ich will Fleisch! Ach, da kann der nochmal nichts für, wenn der Bot ins LP eindringt. Oh, ja gut, logisch. Haben wir wieder gut vorbereitet. Zack. Bauen wir nochmal vier nach. Ah, das dauert wieder so lang. Macht aber nichts. Wir können ja trotzdem... Gleiches Prinzip. Oh, gut, dass ich das hier nicht zu nah ran gebaut habe. So, auch hier geht es wieder nicht, ne? Das ist wieder typisch. Oh, halt. Was machst du da? Das ist zu nah, mein Freund. Eins hoch. Dahin. Dahin. Oh. Jetzt fehlen die Fließbänder.
Es ist unglaublich, wie schnell man hier... Aber gut, das ist ja irgendwie klar. Ich mache es jetzt absichtlich einzeln und dann pushe ich. So. Aha. Vorhin hat es geklappt, ne? Mit dem guten Trick. Ich probiere es mal so. Ah ja. Man muss nur gerissen sein. Ha. So, das ziehen wir mal auch bis hierher. Das kann nie schaden, das einzusacken. Dann das da drauf, das da drauf. So. Auch der Bereich ist erstmal fertig. Wir bringen mal das Stromgitter. Da hinten blinkt es auch schon wie irre. Ich will ja eigentlich ein gemeinsames Stromgitter haben. Ich verbinde die mal eben. Dann wird es eh... Gottes Willen. Wird es eh grausig. Warte mal, wir machen das jetzt mal. Ganz kurz. So. Wir packen das. Hier geht's. Need Foundation Support. Da geht's nicht. Das heißt, ab hier geht's. Schön gerade. So. So, sieht das Ganze ein bisschen aufgeräumter aus. Ihr seht, ich fresse schon wieder Energie wie Sau. Ich weiß, da kommt Stein, aber das ist halt so. Sind wir bei 3,3. Das reicht halt immer noch nicht. Wird Zeit für Kohle. Ah, da sind wir noch ein bisschen, da sind wir leider noch ein bisschen von entfernt. Aber ich würde sagen, so, wir sind jetzt ungefähr. Lasst mich mal kurz nachdenken. Wir sind, glaube ich, jetzt so weit wie in Dossi zockt. Also haben wir quasi gut aufgeholt mit dem Unterschied. Wir haben schöner gebaut wie beim letzten Mal. Oh, das kommt gut. Das gibt gut Treibstoff. In diesem Sinne, wie es weitergeht, das seht ihr einfach beim nächsten Mal. Wir machen hier kurz einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns schon wieder. Und ich glaube, ich habe vergessen zu erwähnen, wann kommen die Folgen raus? Ich dachte mir jetzt, dadurch, dass wir 3 Folgen Factorio haben, 3 Folgen Cliff Empire, dass wir erstmal nur bei 2 Folgen bleiben, weil diese Folgen entstehen nur bei Streams. Und ich weiß jetzt im ersten Testdurchlauf natürlich nicht, wie viele Folgen wir heute zusammenkriegen. Und je nachdem, wie viele Folgen rauskommen, kommen dann zwischen 2 und 3 Folgen pro Woche raus. Geplant ist auf jeden Fall Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Und jetzt nur den Stream nicht ausmachen.